Hallo ihr da draußen. Ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. 2012 hatte mich die EKD angesprochen. Es war ein ehemaliger Student von mir, der arbeitet bei der EKD, also Evangelische Kirche Deutschland, hatte mich angesprochen, ob ich nicht eine Seelsorgerausbildung anfangen würde. Und dann dachte ich mir, okay, ich hatte mich so ein bisschen informiert über Seelsorge etc. Und habe da ein bisschen was drüber gelesen und dachte mir, Mensch, das passt zum Coaching, da kannst du dich weiterbilden. Passt auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Und einfach mal auf der Matte zu liegen und die 5-Y-Methode anzuwenden im Sinne von Ursache, Wirkung und Kausalität, dachte ich mir, okay, machst du es einfach. Dann ging das relativ schnell und dann war ich angemeldet im Kloster Lenin. Ich hatte auch eine Unterkunft und die Unterkunft war relativ spartanisch, aber war exzellent. Für mich waren es 5 Sterne. Die Toilette war auf dem Gang und ich hatte nur ein Waschbecken in meinem Zimmer und war auch relativ spartanisch eingerichtet. Aber ich dachte mir, das gehört auch irgendwie dazu. Also Bernd, go on. Also das ist schon okay so. Ja, und dann am ersten Tag haben wir uns zusammengesetzt und das war wieder dieses Klassische, was ich überhaupt hasse. Diese Sitzgruppe oder dieser Sitzkreis. Aber ich fand es interessant, dass zu Anfang Regeln festgelegt wurden und wie unser Tagesablauf ist und etc. Wie weit wir gehen im Sinne unseres Dialoges und auch sicherlich im Sinne, was wir geben können und was wir nehmen können. Eine Regel war, dass wir morgens um 8 Uhr in die Kapelle gingen und dass wir da gemeinsam singen und gemeinsam beten. Und dann habe ich gleich meine Hand gehoben und habe gesagt, also ich bin nicht gläubig, ich werde nicht singen und ich werde auch nicht beten. Und dann war schon die Reaktion des Pastors war schon sehr, sehr interessant. Er sagte, ja, komm einfach mit. Und dann dachte ich mir so ein bisschen Manipulation und glaubt er, dass er mich jetzt überzeugen kann, etc., etc. Und dann fand er das aber auch okay und ich fand es okay und dann haben wir weiterhin losgelegt. In diesem Sitzkreis kamen natürlich viele Geschichten von den Teilnehmern und es fielen wirklich viele, viele Tränen, weil jeder hat aus seiner Lebenserfahrung erzählt, mit seinen negativen Emotionen etc. etc. Und dann hat man sich abends zusammengesetzt, man hat gemeinsam Abendbrot gegessen und es gab auch kein warmes Essen, es gab nur kaltes Essen, also es gab nur Brot. Und interessant war auch, dass das Brot nicht geschnitten wurde, was ich bis heute immer noch favorisiere bzw. umsetze, sondern das Brot wurde gebrochen. Hat natürlich logischerweise mit dem Alten Testament zu tun, obwohl das Alte Testament ist auch ein Sammelsurium von irgendwie, ich glaube, 70 Büchern, 60 Büchern, keine Ahnung. Fand ich interessant, dass man das Brot nicht schneidet, sondern man bricht es. Und das habe ich definitiv davon mitgenommen. Und dann war auch um 22 Uhr war definitiv Feierabend und dann hat man halt in seiner Einsiedlerei hat man dann gesessen. Es gab kein WLAN, es gab kein Internet oder dergleichen. Und dann hat man sich überlegt, was machst du jetzt? Ja, auf jeden Fall ist man dann irgendwann eingeschlafen, nach vielen Gedanken, nach vielen Situationen, die man verstoffwechseln musste. Ja, und dann kam nächsten Morgen das Frühstück und wir mussten das alles selber vorbereiten und dann haben wir gemeinsam gegessen und haben über, nicht das Leben philosophiert, sondern haben uns gegenseitig mehr kennengelernt. Und dann war etwas Faszinierendes passiert und dann ging ich um 8 Uhr mit in die Kapelle und ich habe nicht gesungen, ich habe nicht gebetet. Und man hat es mir nicht übel genommen, man hat es mir nicht versagt, man hat es mir nicht ein Manifest, man hat mir kein Manifest draus gebildet,
Warum denn nicht? Du kriegst ja alles finanziert von der EKD und dann betest du nicht oder singst nicht. Man hat es akzeptiert. Das fand ich schon irgendwie faszinierend. Das war mehr eine Ich-Botschaft als eine Du-Botschaft. Ja, und der zweite Tag, der fing eigentlich genauso an. Da ich hatte Frühstücksdienst und ich hatte Abenddienst bzw. Abendbrotdienst. Und da ich ja Koch gelernt habe vor langer, langer Zeit in den 80ern, habe ich dann natürlich was richtig Schönes gemacht. Und zumindest glaubte ich das. Und alle waren hellauf begeistert und sagten, dass ich jetzt nur noch diese Aufgabe habe, das Abendbrot zu gestalten. Und ja, und das tat irgendwie gut. Ja, am zweiten Tag, wie gesagt, kamen die Gespräche und dann hatten wir wieder einen Sitzkreis, was ich heute überhaupt nicht mehr favorisieren würde, so einen Sitzkreis. Für mich ist es oldschool. Beziehungsweise meine Töchter würden sagen, dass es oldschool ist. Und dann sollte ich meine Geschichte erzählen, wie es mir widerfahren ist. Und damals war es ja auch so, dass ich Bernd Blaser 1.0 hinter mir gelassen habe, also sprich nur der Rendite zu folgen, sondern ich wollte ein Wachstum, was nicht mit monetären Anreizen zu tun hat, sondern ich wollte ein Wachstum, was hier ist, ein kognitives Wachstum. Und habe dann ein paar auch so Geschichten erzählt und dann kamen mir auch die Tränen und alle haben mich da irgendwie getröstet. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist irgendwie ein falscher Platz hier. Das passt nicht zu dir. Habe aber den Tag überwunden und bin dann nächsten Tag auch wieder in die Kapelle gegangen. Und dann ist etwas Faszinierendes passiert. Es kam eine ältere Dame, eine Schwester Irmgard, ich denke mal 78 Jahre alt. Und die ging dann zum Rednerportal oder Rednertisch und hat dann, ich kann es gar nicht mal so richtig wiedergeben, also sie hat Geschichten erzählt über Glauben, über Manipulation, über Trauer, über alles Mögliche. Und dann sagte sie auf einmal, diejenigen, die nicht glauben, sind diejenigen, die die Welt verändern. Und sie hat mich dabei angeschaut. Ich habe dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Soll ich jetzt mitsingen? Soll ich nicht singen? Machst du was gegen deine Position? Machst du was für deine Position? Und dann fing sie an zu singen. Also die klassischen Kirchenlieder, also in Moll etc. Ich habe nicht mitgesungen, aber ich habe die ganze Zeit den Blickkontakt zu ihr gehabt. Und sie kam nach dieser Predigt, die sie gehalten hat, kam sie auf mich zu und sagte, du bist der Richtige. Diese Aussage hat mich lange beschäftigt. Auf diese Dame habe ich nie wieder gesehen, oder diesen Menschen habe ich nie wieder gesehen. Ich glaube nicht, dass es die Kirche ist. Es sind die inspirierenden Menschen. Ja.
Diese Frau war inspirierend. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihr Wertschätzung zollen kann, weil sie hat dafür gesorgt, dass ich einen neuen Weg gehe. Nicht mehr der Rendite zu folgen, nicht mehr dem Geld zu folgen oder 1000 Mitarbeiter zu haben oder dergleichen. Sie hat dazu beigetragen, dass man einfach neu denkt. Und das hat nichts mit dem kirchlichen Glauben zu tun. Es hat eher damit zu tun, warum soll ich etwas machen, was ich nicht liebe? Und du kannst nur was bewirken, wenn du das tust, was du liebst. Und ich habe damals gemerkt, dass das Unternehmertum das ist nie das, was ich liebte. Nie. Nie. Und es hat so lange gedauert, dass man... Natürlich muss man sein Geld verdienen. Klar, logisch. Aber zur Not kann ich auch eine Imbissbude aufmachen. Dann verdiene ich auch mein Geld. Das, was diese Schwester ausgelöst hat, Schwester Ehrengard, ist stillschweigend. Diesmal ein bisschen emotionaler. Ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Bis zum nächsten Mal.